Liebe Freundinnen und Freunde des Staplerfahrens, es freut mich, zum 16. Staplercup-Finale einige Worte an Sie richten zu können. Das geschieht mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Lachend, weil nach der letztjährigen Corona-Zwangspause endlich wieder die Stapler in Aschaffenburg rollen und die deutschen Meisterschaften hier stattfinden. Jedoch auch weinend, weil ich leider nicht selbst dabei sein kann und der Promi-Cup nicht stattfindet. So gerne hätte ich mir zum vierten Mal die roten Sicherheitssneakers geschnürt und den Promi-Cup geschnappt. Hat mir immer richtig Spaß gemacht, vor allem natürlich das Gewinnen, und die Trophäen haben ihren festen Platz bis heute bei mir zu Hause. Als Schirmherrin überwiegt aber natürlich die Freude. Umso mehr, weil sich dieses Jahr der Stapler-Cup in ganz neuem Gewand zeigt. Das Veranstaltungsteam, das hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Es gibt neue Challenges, an denen sich die Staplerfahrerinnen und die Staplerfahrer auch wirklich beweisen müssen. Und die neueste Generation von Elektrostaplern zeigt, dass man auch hier an die Zukunft denkt und neue Wege sucht. Ebenso zukunftsträchtig ist der neue Livestream. So können nun noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer bewundern, wie die Gabelstapler-Virtuosen hier zaubern. Das ist spitzenmäßig, wie ich finde. Das gilt übrigens auch über den Staplercup hinaus. Die Menschen hinter dem Lenkrad, die bringen jeden Tag Höchstleistungen in ihrem Job. Sie stemmen im wahrsten Sinne des Wortes die Herausforderungen der Logistikbranche. Dafür meinen ganz herzlichen Dank. Ebenso bedanken möchte ich mich bei den Veranstaltern, die die Heldinnen und Helden des Staplerfahrens ins Rampenlicht drücken, und das jetzt schon seit 16 Jahren. Der Staplercup hat sich mit den Jahren weltweit einen Namen gemacht. Er steht für spannende Unterhaltung und hat seinen festen Platz im Aschaffenburger Eventkalender. Ich hoffe, dass er uns noch viele, viele Jahre begeistert. Und insgeheim übe ich natürlich schon für den nächsten Promi-Cup. Da will ich unbedingt wieder am Start sein. Den Staplerfahrerinnen und Fahrern wünsche ich ein glückliches und ruhiges Händchen. Viel Vergnügen bei der diesjährigen Ausgabe.